Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 8.9. Nachdem es gestern technische Probleme gab, wollen wir uns heute dem Markt nochmal zuwenden und hierbei speziell den US-Dollar gegenüber den Schweizer Franken in den Fokus nehmen. Überdies heute die letzte Sendung der Woche, da wir in der kommenden Woche erst wieder am Montag starten werden. Die kommenden 3 Tage wird das Devisenradar auch nochmals pausieren, das mal als Info vorab. Jetzt wollen wir uns hier erstmal dem Markt widmen und speziell den Swissie unter die Lupe nehmen, US-Dollar gegenüber Schweizer Franken hier speziell. Und da beginnen wir hier mal mit dem großen Big Picture, das sich hier sehr schön darstellt. Hier zunächst mal im Wochenchart. Da sehen wir hier diese Januar-Crashkerze, die hier sozusagen den US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken in ein anderes Universum hob mit diesem Ausverkauf. Letztlich hat sich der US-Dollar gegenüber den Schweizer Franken mit Blick auf die letzten Handelsmonate wieder sehr gut erholt von dem Schock und nun hier nahezu an diesem Level. Die Parität hier auf der oder unter dem großen Blickwinkel ganz klar die Hürde schlechthin. Das heißt, wenn man den US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken langfristig betrachtet, hat man hier definitiv dieses Level im Bereich der Parität 1,00 als klaren Widerstand zu identifizieren. Doch hier vorab sehen wir den Abwärtstrend seit eben hier dem Januar hoch. Nochmals der Versuch hier über die Parität auszubrechen, der dann hier rigoros abgewürgt wurde. Und genau in dieser Trendlinie stehen wir jetzt hier auf Wochenbasis und auch wenig überraschend hier auf Tagesbasis. Und nach dem jüngsten Ausverkauf hier Ende August sehen wir hier diesen Erholungsimpuls und jetzt genau diese Kerzen, die sich hier an dieser Abwärtstrendlinie die letzten Tage hier auch in der letzten Woche den Kopf stießen. Jetzt wird es eben spannend, was hier passiert. Und mit Blick auf den Tages- und dann im Nachgang Stundenchart wird auch deutlich, welche Optionen einem hier bleiben. Grundsätzlich haben wir hier auch noch die Saisonalität, die wir hier nochmal hinzufügen können, die eigentlich ein Scheitern an diesem Level voraussagt. Das heißt, dass wir jetzt hier deutlich nach oben ausbrechen, wird hier saisonal nicht bestimmt. Das muss man mal abwarten. Grundsätzlich kann man, wenn es hier ein neues Verlaufstief geben würde, sicherlich die Short-Richtung wählen. Das würde dann auch hier im Kontext der Saisonalität weiterfallende Preise begünstigen und dürfte dann mit Blick auf den Tagesschart sicherlich hier bis in den Bereich von 0,95 zurückführen. Aber die jüngste Erholungsbewegung, und dazu gehen wir jetzt in den Stundenchart, hat das Preisgefüge hier konstruktiv werden lassen. Und wenn wir hier sehen, dass auch diese Asia-Tiefs von heute Morgen jetzt auch just wieder gekauft werden, dann wird interessant oder ist interessant festzustellen, dass genau hier an dieser Unterstützungszone knapp über 0,97 die Käufe wieder zugriffen. Und genau dieses Level ist wichtig mit Blick auf Stunden- und Tagesbasis zu verteidigen, sofern wir hier weitere Zugewinne sehen wollen. Also hier 0,97, ganz wichtiges Level. Wenn es hier Rücksetzer gibt, aufpassen, kommt es hier wie am 4.9. zu einer Hammerkerze bzw. hier zu einer großen Umkehrkerze, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es dann hier immer eine Anschlussbewegung gibt, die hier nach oben führen könnte, bzw. eben den Preis in jedem Falle stabilisiert. Hier bei 0,97 aufpassen, das sind knapp 43 Pips weg. Aktuelle Range sind 63 Pips, rund 100 haben wir noch zu erwarten. Soll heißen, wenn wir hier unter 0,97 fallen würden, dann ergibt sich hier relativ zügiges Potenzial bis zur nächst tiefer liegenden Ebene 0,9665 etwa. Oder aber, und das sehen wir aktuell, wir sind hier am Pivot Point. Wenn es weiter nach oben rausgeht, dann wird es hier sehr, sehr spannend, gerade im Intraday-Bereich an diesem Widerstandslevel, das wir hier unmittelbar vorausliegen haben, nämlich hier das Niveau um 0,9765. Das wäre hier kurzfristig jetzt auch ein Anlaufziel, sofern der Markt den Pivot Point überwindet auf Stundenbasis. Dann muss man hier mit einem Aufwärtsimpuls in Richtung 0,9765 rechnen und dort gilt es dann eben aufzupassen, was passiert. Zieht der Markt hier oben raus, rein von der Daily Range hatte das Potenzial, dann könnte sich hier auch vor dem Hintergrund des Tagescharts, den wir uns jetzt nochmal anschauen, hier durchaus weiteres Potenzial ergeben, das dann eben hier durchaus in Richtung 0,99, 1,00 führen könnte. Aber neben dem Widerstand auf Intraday-Basis haben wir hier diese große Abwärtstrendlinie und die muss erstmal auf Tagesbasis überwunden werden, bevor es weitere Zugewinne geben kann. Das ist allerdings die große Preisfrage, ob das geschieht. Heute richtig signifikante News aus den USA haben wir nicht mehr zu erwarten, aber es kommt hier dann am Nachmittag doch zu verschiedenen Inflationsdaten, Verbraucherkredite, Einzelhandelsumsätze. Das kann hier ein Stück weit beflügeln. Ansonsten Obacht geben, wenn der Preis sich hier nicht rausbewegt über 0,9765-0,97, dann kann das hier auch noch eine relative
Fortsetzung in Form einer Range-Bewegung geben, die dann allerdings auch bullisch zu interpretieren wäre, da nach diesem starken Aufwärtsimpuls seit Ende August sich es dann hier sich lediglich um eine Konsolidierung auf hohem Niveau handeln würde, die dann per se hier mit Ausbruch durchaus die Chance hat, sich nach oben weiter fortzusetzen. Also sehr spannende Situation beim Swissy derzeit. Einfach mal im Auge behalten. Wir hören uns am Montag wieder zur gegebenen Zeit. Bis dahin erstmal eine gute Aktivität an den Märkten und viel Erfolg. Ich sage erstmal bis später, bis bald, ihr Christian Kämmerer und tschüss.